force has been unleashed. And the elimination continues. This is what you call a little fire, a little emotion. With the storm comes the battle. Big heart, baby. Big heart and a lot of guts. And in a test of pride and passion. Oh, I don't believe what he just did. Only the strong will be left standing. Starting Lineups beider Mannschaften. Hier haben wir sie im Bild. Howard, Nowitzki, Bradley, Finley, Nash für Dallas. Ferry, Duncan, Robinson, Daniels, Porter für die Gastgeber, für die San Antonio Spurs. Also, das nichts Neues. Wie ein Mann, von dem wir normalerweise recht wenig sehen in dieser Serie. Nicht von ihm, von Tim Duncan, sondern von Calvin Booth. Nowitzki. Hier nochmals Punkte von Tim Duncan. Und das haben wir schon des Öfteren gesehen, nicht nur im Laufe dieser Serie, sondern der beste Schussblocker der Mavericks auf der Bank. Booth. Nowitzki. Ein Schlüssel für die Mavericks für einen möglichen Sieg in diesem Spiel. Wir haben es eben angesprochen in unserem Vorlauf, die Rebounds. Damit sind natürlich nicht nur die Rebounds hinten, sondern auch vorne die Offensiv-Rebounds gemeint. Nur sie müssen zurückkommen. Hier haben wir die Szene nochmals. Easy two, leichte zwei Punkte für Tim Duncan, klare Führung für die Spurs. Laufen, wenn sie wollen. Wir haben nicht nur ältere und erfahrene Leute in ihren Reihen, zum Beispiel ein Terry Porter, ein David Anderson kugelte sich dabei die Schulter aus. Er hat schon wieder mit. So ist jedenfalls zu hören und zu lesen. Warten wir einfach drauf, ob Anderson wieder zurückkommt für die Spurs oder nicht. Besser ausblocken beide Teams mit recht unterschiedlicher Quote. Wir Derek Anderson wieder. Nowitzki gegen Elliott. Seite. Duncan nimmt Maß, wirft, trifft, nichts als Netz. Auf Viertel absolviert und bis jetzt haben die Mavericks schon 30 Punkte kassiert. Und vorne haben sie ihre Schwierigkeiten in Sachen Trefferquote. Ich habe sie. Ja, den Wurf hätte Avery Johnson auch nehmen können. Sean Bradley stand knapp 3 Meter von ihm entfernt. An der Linie für die Mannschaft mit der besten Bilanz. Bei all den Wechseln noch haben wir 5 Minuten Nettospielzeit im zweiten Viertel zwischen den San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks. Aber es steht momentan nicht gut. 29 Punkte bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist weit, weit unter den Möglichkeiten der Dallas Mavericks. Ich erinnere pro Partie. Bei den Spurs läuft's. Nowitzki. Der Nowitzki. Meisterschaft Ende August, Anfang September. In der Türkei für die Auswahl des Deutschen Basketballbundes. Foul. Letztes Jahr war die älteste Mannschaft. Nowitzki. Oh, clever gemacht. Der Direktvergleich. Nowitzki, Duncan. Etwas bessere Wert. Ist modern, ganz aktuell ist, aber ich halte das für eine gute Idee, dass die NBA diese Auszeichnung vergibt. Er könnte
der MVP dieser Saison werden. Das Foul geht gegen. Schauen mal. Entweder gegen Juwan Howard. Jetzt. Tim Duncan. Es bleibt dabei. Ein Treffer jetzt bei 12 Versuchen. Dirk Nowitzki. Zieht 47 zugunsten der San Antonio Spurs. Noch 7 Minuten und 15 Sekunden. Dirk Nowitzki da. Tim Duncan im zweiten Anlauf. Anderen Spielern bei den Dallas Mavericks. Kann mir gut vorstellen, dass, wenn es denn in etwa bei der Punktedifferenz bleibt, die wir momentan erleben hier zwischen den Spurs, dass man sich dort sicherlich schon Gedanken machen wird, wie man einen Tim Duncan verteidigen wird. Auf was ich mich zugegebenermaßen auch sicher noch was vom einzigen Chinesen in der Liga in Reihen der Dallas Mavericks. Letzten 4 Minuten im dritten Viertel. Gut gemacht von Dirk Nowitzki. An Robinson vorbei, an Duncan vorbei. Dann auf Duncan. Gegen Booth. Ja, man hört das immer, dieses Raunen im Publikum. Wenn Antonio bleibt im Ballbesitz. Auf Umwegen landet der Ball wieder bei Duncan. Tim Duncan. Die letzten Punkte von Tim Duncan gegen mit Howard Eisley. Offensiv-Rebound von Sean Bradley, abgelegt auf Nowitzki. Das ist genau das, was Don Nelson zur Halbzeit angesprochen hat. Mann alleine am Korb. Hier haben wir die Szene nochmals. Der Pass von Bradley auf Nowitzki. Gut gemacht. Korbzieher. Und ersetzt Antonio Daniels. Mit ab. Erlin. Und der Steal von Nowitzki. 2 gegen 2. Jetzt in Unterzahl. Howard Eisley für 3. Offensiv-Rebound Nowitzki. Und Punkte Nowitzki. Der überragende Mann in Reihen der Mavericks. Die Los Angeles Lakers. Nowitzki, der alles überragende Mann bei den Dallas Mavericks. 29 Punkte bislang. Kann sein Punktekonto jetzt auf 31. Jetzt ist er. Oh ja, er zählt. Sich für den Würzburger. Hier haben wir die Szene nochmals. Mit der Gelegenheit durch einen erfolgreichen Bonus kommt und ersetzt Juwan Howard. Ein etwas anderes Kaliber als die Utah Jazz. Und das soll nicht heißen, dass die Utah Jazz keine gute Mannschaft sind. Wie souverän und dominant sie das erreicht haben, ist schon stark. Immerhin war diese Shaquille O'Neal irgendwie kontrollieren, aber ich glaube, es gibt keine Mannschaft in der NBA, die so prädestiniert wäre, um Shaquille O'Neal zu kontrollieren, wie die San Antonio Spurs mit ihren Twin Towers, mit David Robinson und mit Tim Duncan. Andererseits müssen sich die vorstellen, San Antonio Spurs. Nowitzki. Fünftes, wenn es denn ein entscheidendes 7. Spiel geben sollte. Dann würde das hier im Lamadon in San Antonio stattfinden. Die letzten Punkte für die Dallas Mavericks durch Dirk Nowitzki. Die letzten Punkte dieses Spiels. 40 Punkte für Dirk Nowitzki. Er kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Die Mannschaft bzw. Don Nelson darf mit der Leistung der Mavericks nicht zufrieden sein. Dallas scheidet aus den Playoffs mit einer deutlichen Niederlage hier in San Antonio. Andererseits ein hochverdienter Sieg für die San Antonio Spurs, für die Mannschaft, die 1999 den NBA-Titel gewann. Die Spurs treffen jetzt im Western Conference Finale auf Kobe Bryant, Shaquille O'Neal und die Los Angeles Lakers.